Hallo und herzlich willkommen zu Real Politics 2, dem Let's Play, eine Fortsetzung unserer Reihe, die wir in der Dienstagspolitik auf Twitch angefangen haben. Und wir spielen immer noch Neuseeland. Es ist 20:30 und wir sind einiges am Erforschen. Und immer noch das Problem mit den Aktionspunkten und auch Metalle haben wir relativ wenig. Dann fragen wir mal, ich gehe mal auf die Freundschaftsansicht, fragen wir mal, wie sieht's bei Australien aus? Da müssen wir noch warten für die positiven Aktionen. Und unser anderer neuer Blockpartner Japan, da haben wir positive Aktionen, müssen wir auch noch warten. Oh, wir können wieder Ask for Governmental Assistance. Die haben 178.000 AP. Freunde. Da nehmen wir doch mal von beidem. Und die haben wahrscheinlich immer noch keine Ressourcen. Die haben gar keine Ressourcen. Das ist so krass. Oh, hier können wir auch wieder fragen. Das machen wir auch mal direkt. Und Resources dasselbe. Wir brauchen Resources. Und wir brauchen definitiv wieder Wohlwollenspunkte. So, starten wir mal die Zeit. Oh, da haben wir direkt einen neuen Auftrag oder eine neue Herausforderung. Aktion 164 Tage lang erlangen verbleibend. Achso. Wir haben ein Jahr Zeit. Unternehmen Sie etwas. Sammeln Sie Aktionspunkte. Aktionspunkte über 2000. Belohnung, wir kriegen 2000 Geld. Und Strafe, uns wird 2000 Geld abgezogen. Ja, mein Gott. Das kriegen wir hin, wenn Ask for Governmental Assistance durchgeht. Hier müssen wir auch noch warten, bis positive Aktionen verfügbar sind. Ja. Und diplomatische Aktion Ask for Governmental Assistance wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Ask for Governmental Assistance erfolgreich in Japan. Auftrag abgeschlossen. Sammeln Sie Aktionspunkte. Okay. Haben wir denn auch... Wir haben auch Ressourcen gekriegt. Glaube ich, oder? Ask for Resources. Ja, ich glaube, wir haben auch Ressourcen gekriegt. Das wurde nur nicht angezeigt. Interessant. So, unser Beratervertrag endet bald. Verteidigungsministerium, da müssen wir jemand Neues bestimmen. Gucken, welche Boni wir dann bekommen. Okay. Hier. 5-Sterne-Hotelanlage. Zuchtfarmen. Können wir Zuchtfarmen aufwerten? Wir brauchen moderne Landwirtschaft dafür. Okay. Was ist hier? Nächste Wahl. Okay. Krass, jetzt passieren doch einige Sachen. Ich mach mal auf Pause. Was wollte ich jetzt machen? Genau. Ja, richtig. Wir haben wieder einiges an Aktionspunkten. Und unsere Projekte laufen noch ein bisschen. Die Blockintegration noch 88 Tage, das andere 116 Tage. Wir haben für die Wasserbesiedlung ein neues Projekt, nämlich temporäre Versorgungsbasis. Entsendung von Material, Personal und Flotte in das zu besiedelnde Gebiet, um sämtliche Vorbereitungen für die Errichtung der Kolonie zu treffen. 4500 können wir uns so gerade leisten. Würde ich jetzt mal einleiten. Es sind noch zwei offen. Das eine kostet 5000, das andere 6000. Ich würde jetzt das nächste einfach einleiten. Keine Ahnung, was das macht. Aber ich glaube, es wird sich lohnen, weil dann können wir Wassergebiete hoffentlich kolonisieren. Internationale Gewässer, die um uns herum liegen. Ja. Machen wir mal ein bisschen schneller hier. Bis was passiert. 114.000. Wir könnten auch mal auf den Markt gehen und Metalle kaufen. Das würde ich jetzt mal gerade... Rohstoffhandel. Metalle. Würde mal, wenn ich 1000 kaufe, sind wir direkt
Na, ich gehe mal auf 820, dann sind wir 37.000. War schon echt einiges los an Geld. Aber wir haben plus 4. Das ist super. Wir müssen ein bisschen auf unsere Metalle achten. So. Pause. Können wir positive Aktionen machen? Nee, können wir noch nicht. Und hier für die nächsten Blockaktionen dauert es noch 4 Tage. Was ist mit Japan? Positive Aktionen. Wohlwollen. Oh, Investitionen brauchen noch 22 Tage. Wir werden jetzt mal Wohlwollen erlangen und investieren 10 Investitionspunkte. Und Blockaktionen, wir können... Achso, Ressourcen können wir nicht nachfragen. Also, 4 Tage noch und dann geht wieder die Runde nach Aktionspunkten. Und da sind 5 Tage verstrichen. Governmental Assistance, bitte. Und ich habe nur Investitionspunkte. 85% Chance und ich brauche auch Metalle. Und da nehme ich auch Investitionspunkte. Und hier bei Japan dasselbe, Governmental Assistance. Ich benutze beide. So. Und hier positive Aktionen. Noch 17 Tage. Und hier 17 Tage. Also Anfang August. Ask for Governmental Assistance wurde erfolgreich in Japan umgesetzt. Ask for Governmental Assistance erfolgreich in Australien umgesetzt. Diplomatische Aktion Ask for Resources erfolgreich in Australien umgesetzt. Wundervoll. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und dann ist das nächste wieder ein bisschen was Positives tun. Investitionen noch 2 Tage. Jetzt. Einmal investieren bitte. Und in Japan wollen wir auch investieren. Ja. Ja, Metalle, ne? Ist echt ein schwieriges Problem. Wohlwollen erlangen wurde erfolgreich in Japan umgesetzt. Das ist sehr schön. Dann müssten wir jetzt Wohlwollen erlangen bald hier umsetzen können. Die Wohlwollenspunkte brauchen wir, um unsere Chancen auf AP und auf Ressourcen immer zu verbessern. Und deswegen machen wir es hier jetzt auch nochmal mit 95%iger Chance. Wohlwollen erlangen. So, unsere Wirtschaft ist immer noch okay. Wir gucken mal gerade, was macht die Weltwirtschaft. Die Weltwirtschaft fängt an, sich wieder zu erholen. Wir haben immer noch... Das hier ist immer pro Monat. Ja? Arbeitslosigkeitswachstum minus 0,06. Also aufs Jahr gerechnet ist das schon ordentlich. Das heißt, jeden Monat gehen hier Arbeitslose weg. Das tut unserer Wirtschaft wirklich gut. Verteidigungsministerium. Der Beratervertrag ist ausgelaufen. Ich sage immer, das sind die Minister, aber irgendwie ist das Wording hier im Beratervertrag. Wir müssen einen neuen unterzeichnen. Nora Shehu, Armeelimit plus 5% und Olivia Huber, Militarismus Zielwert minus 3. Da würde ich einmal Geld und AP ausgeben, um vielleicht was Besseres zu kriegen. Oh, Rohstoffunterhaltskosten für Armee, Brennstoff minus 15, das ist durchaus verlockend. Obwohl wir... Und AP-Unterhaltskosten für Armee minus 10. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Weil AP ist das, was wir im Moment am wenigsten haben. Also verpflichten wir Alzbeta Krajnik. Die verpflichten wir. Weniger AP-Unterhalt für unsere Armeen. Wo war... paar haben, ja, also hier auf Wellington stehen welche rum. Panzergrenadiere, Jagdflugzeuge, Kommandos und Hubschrauber stehen da
Oh, machen wir mal Pause. Was ist hier passiert? Nepal hat den Block verlassen, Indien. Na, guck mal einer an. So, nächste Wahl in 12 Tagen. Dann wird sich unser Parlament neu zusammensetzen. Hier. Im Moment so. Ich will da nochmal kurz 7 Tage. Wir haben im Moment Mitte rechts fast 30. Mitte links 26. Radikal zentralistisch 23. Rechts außen 10%. Links außen 10,5%. Mal gucken, was die Wahl bringt. Oh, nein, 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 nein. Freier Arbeitnehmerverkehr wurde umgesetzt. So, jetzt erstmal. So, ich möchte nicht. Möchte nicht die Armeen hier irgendwo hinziehen. So, wir haben ein Blockintegrationsprojekt umgesetzt. Hier unten. Auf dieses hier. Freier Arbeitnehmerverkehr. Jetzt könnten wir Währungsunion machen. Das könnten wir uns sogar leisten. Ist ziemlich teuer und kostet viele Aktionspunkte. Intervenismus-Zielwert plus 1, okay. BP, Wachstum des Blocks Neuseeland, Australien, Japan plus 0,02, das ist super. Block, wirtschaftliche Integration plus 20 und Punkteeinnahmen plus 10. Interessant. Wir haben auch Forschungsstipendien. Geldunterhalt für Block-Anführungsprojekte minus 10. Wissenschaftliche Integration plus 10. Und hier oben haben wir offene Grenzen. Blockbeziehung plus 10. Blocksoziale Integration plus 10. Ich glaube, das mache ich als nächstes. Wobei. Ja, doch. Doch, ich mache offene Grenzen in unserem Block. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich nicht vielleicht was daran arbeite, dass wir mehr Rohstoffe bekommen, aber das andere Projekt läuft noch und erst wenn das abgeschlossen ist, kann ich die nächste Stufe erforschen und das dauert auch nicht mehr lange. Also machen wir mal offene Grenzen, das gibt uns noch mehr zusätzliche Optionen und wir arbeiten daran, dass wir eine höhere soziale Integration haben. So, das können wir uns auch übrigens mal hier angucken, Blockzusammensetzung, wir haben 80% wirtschaftliche Integration, militaristische Integration nur 10, soziale Integration 25 und wissenschaftliche Integration 40, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau. Ja. Japan und Australien, unser Verhältnis ist super zu denen und wir tun auch gerade was dafür, dass sich das alles verbessert. Ja. Diplomatische Aktion Investition wurde erfolgreich in Japan umgesetzt. Investition erfolgreich in Australien umgesetzt. Sehr schön. Wahlen. Interventionismus 760. Persönliche Kontrolle. Okay. Das sind unsere verschiedenen Bedingungen in unserer Politik. Okay. Hier sind die Parteien, wie sie gewählt wurden. Links außen hat ein bisschen was dazu gekriegt, wie ich sehe. Aber ich glaube, unsere Regierung ist relativ stabil geblieben. Mitte rechts ist ein bisschen geschrumpft. Mitte links ist ein bisschen gewachsen. Radikal zentralistisch ein bisschen gewachsen. Oh, rechts außen ist gewachsen. Oh, rechts außen ist gewachsen. 16%. Krass. Diplomatische Aktion Wohlwollen erlangen wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Okay. Wir brauchen noch 7 Tage, bis wir wieder eine Blockaktion machen können. Und hier sind es noch 4. Dann warten wir doch mal die 4 ab. So, ich muss die Zeit dafür weiterlaufen lassen. Ja, was ist denn hier? Wir haben Besiedlungsprojekt umgesetzt, temporäre Versorgungsbasis. Ah, das sind die Sachen, die wir umgesetzt haben. Forschungsexpedition haben wir auch umgesetzt. Also, das nächste, Wasserbesiedlung, wäre dann Antidruck. Schildtests. Brauchen wir 5000 für. Da sind wir auch nicht mehr so weit von entfernt.
Oh, aber wir brauchen 1000 Metall. Okay. Wir müssen mit unserer Politik quasi weitermachen. So. Blockaktion. Ich möchte gerne wieder AP. Geht das bitte? Wir haben Investitionspunkte und wir haben Wohlwollen. Das haue ich direkt dafür raus. Und Australien. Da können wir auch nach AP fragen. Die haben auch echt genug. Und Blockaktionen. Wir wollen auch nach Ressourcen fragen. Japan ist immer total blank, was das angeht. Und da hauen wir auch die Punkte für raus. Jawohl. Und hier haben wir gleich das Projekt umgesetzt. Okay, wir haben AP von Japan bekommen. Und wir haben AP von Australien bekommen. Und wir haben Ressourcen von Australien bekommen. Jetzt sind wir bei 2900 Metall. Sehr schön. So, und intensiver Bergbau wurde umgesetzt. Mal auf Pause, freie Projektplätze. So. Hier oben sind wir am Arbeiten. Moderne Raffinerien ist das nächste. Wir kriegen dadurch einen Umweltzerstörungsmodifikator plus 1. Da können wir uns nachher drum kümmern, dass wir da was gegen tun. Aber wenn wir das abgeschlossen haben, können wir Abbau natürlicher Rohstoffe... Oh, Abbau natürlicher Rohstoffe kostet 9000 AP, sehe ich jetzt gerade. Oh, Green New Deal nicht umgesetzt. Interessant. Könnten wir das jetzt schon... Wir könnten das theoretisch schon umsetzen. Wir brauchen nur 9000. Wir sind kurz davor, 9000 zu kriegen. Wenn wir moderne Raffinerien umsetzen, dann kriegen wir einfach nur BIP-Wachstum. Ich warte mal, weil bisher sieht so aus, als ob wir nur die 9000 nicht haben. Und hier Anforderungen sind alle im grünen Bereich. Ja. Das heißt, wir müssen eigentlich nur auf... Okay, wir haben eine neue Aufgabe bekommen. Absolute Kontrolle. Ihr langer Arm hat alles fest im Griff. Erreichen Sie 30 persönliche Kontrolle. Nee, den möchte ich aufgeben. Ich möchte keine persönliche Kontrolle haben, weil wir möchten eine Demokratie bleiben. Das haben wir uns irgendwie vorgenommen. So, positive Aktionen. Das dauert noch, bis wir wieder investieren können. Das wird hier auch der Fall sein. Jawohl. Also. Wir warten mit dem nächsten, mit der nächsten Projektumsetzung. Einfach, bis wir hier jetzt gleich, das muss noch zweimal oder dreimal der Monat rumticken. Beziehungsweise, wann können wir wieder? In 42 Tagen. Ja. Dann stellen wir mal die Geschwindigkeit hoch. So. BIP-Wachstum plus 0,2% pro Monat. Das ist ziemlich gut. Okay. Ein Ereignis. Tod im Ausland. Das Staatsoberhaupt unseres angeblichen Verbündeten ist nach langer Krankheit verstorben. Man organisiert ein großes Staatsbegräbnis und hat Delegationen aus der ganzen Welt eingeladen, aber uns nicht. Das könnte man als durchaus unangenehm bezeichnen. Wir konnten bislang nicht herausfinden, ob ihnen ein Fehler unterlaufen oder das Ganze vorsätzlich passiert ist. Armenien. Überbringt unsere Beileidsbekundungen. Ich werde sie eben auch nicht zu meinem Begräbnis einladen. Oh Gott. Beziehungen. Minus 10. Ignorieren wir das einfach. Minus 25 Punkte. Ich würde sagen, überbringt unsere Beileidsbekundung. Ja. Wir sind nett. So, wir sind bei 8500 Aktionspunkten. Okay. Jetzt ist auch schon ein Jahr vergangen. Letztes Jahr, in der letzten Folge hatten wir diese Geschichte schon mal. Macht der Information.
Das ist es also, wir stehen kurz vor einem technischen Durchbruch. Wir haben die besten Wissenschaftler der Welt, unsere Gesellschaft ist modern, doch es gibt noch mehr Möglichkeiten. Unser Volk strebt nach Größe und erkennt die Macht der Informationen in der modernen Welt an. Wenn es uns gelingt, Informationen nach Belieben zu sammeln, zu speichern, zu verarbeiten, zu verteilen und zu verändern, können wir den ganzen Informationsfluss der Welt kontrollieren. Dies würde uns eine einzigartige Machtposition verschaffen, doch es würde uns nicht gelingen, unsere Ambitionen geheim zu halten. Also, wir müssen uns entscheiden. Wollen wir den Pfad eines Technologiesieges beschreiten? Ja, wollen wir. Verkünden wir der Welt, dass wir technologische Überlegenheit anstreben. AP-Kosten für den Unterhalt aller Projekte plus 5%. Ich glaube, das können wir uns noch nicht leisten. Aber 10 Jahre will ich das nicht rausschieben. Wir haben ein Jahr, 10 Jahre und wir haben kein Interesse mehr. Ich würde es nochmal auf ein Jahr verschieben und schauen, wie dann die Situation ist. So, mal gucken. Wir können noch 13 Tage brauchen wir noch, um die nächste Sache zu fragen. Und das werden wir dann jetzt auch gleich bei. Wir sind im Dezember. Jetzt müssten wir das hier. Ah, noch 4 Tage. 2. Einen noch. Jetzt müssten wir das können. Blockaktion. Ich möchte gerne AP von euch. Die haben 183.000 Aktionspunkte. Meine Fresse. Bitte, bitte gebt uns Aktionspunkte ab. Und liebes Australien, ihr bitte dasselbe. Und wir könnten auch Ressourcen gebrauchen. Oh, Ressourcen. Australien hat nicht genug Brennstoff. Ha. Okay. Das heißt, wir können das nicht fragen. Dann sei es so. Okay, wir haben AP-Aktionspunkte von Japan bekommen. Und wir haben Aktionspunkte von Australien bekommen. Mal kurz auf Pause. So, Aktionen. Wir können investieren. Das werden wir machen. Und wir müssten hier ebenfalls investieren können. Ja. Und dafür geben wir nur Investitionspunkte aus. So. Haben wir genug Aktionspunkte? Ah, moderne Raffinerien müssen erforscht werden. Das war eben nicht da. Und Unterhaltskosten sind halt hoch. Aber plus 60 Metalle ist halt wirklich krass. Alles klar, moderne Raffinerien wird erforscht. Und da wir jetzt AP gesammelt haben, Wasserbesiedlung. Hallo, Antidruckschildtest. Testung spezieller Antidruckschilde, die das Gebiet der zukünftigen Kolonie schützen und die Errichtung von Fundamenten ermöglichen sollen. Das möchte ich einleiten. Und ich habe auch, wenn ich mal so näher rangehe, ich habe so meinen Blick auf dieses Gebiet hier geworfen. Besiedlungsaktionen. Suche nach natürlichen Rohstoffen. Kostet uns relativ wenig. Kolonierohstoffe entdecken. Machen wir das doch mal. Ja. Und dann lassen wir die Zeit wieder weiterlaufen. Und ich bin gespannt. Besiedlung suchen nach natürlichen Rohstoffen wurde erfolgreich in Provinz Bounty Throw umgesetzt. Okay. Markieren wir das hier mal. Können wir das? Bounty Throw. Was haben wir denn hier? Hier haben wir ganz, ganz viel. Wir haben keine Provinzbevölkerung. Wir haben 25 Metalle, Brennstoff und seltene Erden. Offenes Wasser. Okay. Das heißt, das würde sich wirklich lohnen. Wie sieht's hier aus? Da haben wir 0. Beziehungsweise wahrscheinlich 0, weil wir müssen das hier auch erforschen. Das heißt, wir machen mal hier Suche nach natürlichen Rohstoffen auch hier im Süden. Ich glaube, da oben haben wir das auch schon mal gemacht. Dann wissen wir, okay, hier wurde das. Okay, erstmal hier dieses Ereignis. Durchbruch. Unseren Wissenschaftlern gelang ein bemerkenswerter Durchbruch. Wie setzen wir ihn für uns ein? Den Durchbruch nehme ich an. Zeigen wir allen, wie großartig wir sind. Beziehung zu allen plus 5 für 150 Tage.
nutzen wir die Erkenntnisse zur Beschleunigung weiterführender Forschung, kostet uns Geld und Aktionspunkte und reduziert die Umsetzungsdauer für jedes Projekt um 15 Tage. Oder wir könnten die Erkenntnisse verkaufen, würden 100 Geld einnehmen und 15. Wir haben kein Problem mit Geld. Ich würde tatsächlich Geld und Aktionspunkte ausgeben, um die Projekte zu beschleunigen. So, jetzt einmal kurz auf Pause. Was haben wir hier gefunden? Da müssen wir drauf gehen. Hier haben wir gefunden 50 Metalle, Brennstoff und seltene Erden. Also das hier sollten wir, wenn wir diese ganzen Sachen umgesetzt haben, wahrscheinlich uns vorknöpfen als nächstes. Und was ist hier passiert? Belize hat sich dem Block angeschlossen, Vereinte Front von Kuba. Okay. Alles klar. Ich mach mal kurz Pause. Haiti hat sich dem Block angeschlossen, Bruderschaft von Mexiko. Sieh mal einer an. So, wir leiden immer noch unter dem Verlust von Metallen. Wir forschen aber gerade daran, dass das was wird. Auf Kosten, ein klein wenig auf Kosten der Umwelt, aber das können wir auf jeden Fall countern. Wir haben gute Beziehungen zu Australien und Japan. Unser Block sieht stabil aus. Wir arbeiten an der Blockintegration und das war es erstmal für diese Folge. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr mögt, dann schreibt was dazu, wie euch das hier gefallen hat. Lasst ein Like da und überlegt, ob ihr den Kanal abonniert. Mich würde das sehr freuen. Ansonsten streame ich auch jeden Dienstag und Mittwoch auf Twitch. Auf twitch.tv/anderelampe. Dienstag gibt es die Dienstagspolitik mit Romy Höhne. Und mittwochs im Moment Stellaris. Da sind wir gerade in der im Endgame und mal gucken, was ich danach dann mache. Euch in jedem Fall einen zauberhaften Tag. Danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss!